Leute, heute haben wir was ganz Besonderes und zwar Battle Pack 2. Ja, wir werden das ganze Set heute öffnen. War of the Giant heißt das Ganze und es ist ziemlich, ziemlich alt. Um genau zu sein, ist es von 2013 und dementsprechend ist es auch ziemlich teuer, denn dieses gute Stück hat einfach 250 Euro gekostet, was sogar noch recht günstig ist. Es gibt eigentlich kaum noch welche für diesen Preis eben auf dem Markt. Also ziemlich geil, dass man dieses ganze Set bekommen hat, eben so günstig. Und warum holt man sich das ganze Set? Naja, hier sind eigentlich Karten drin, womit man sehr gut ein Deck bauen kann. Erinnert zwar eher an GOAT, aber man hat ein spielbares Deck. Also die Karten harmonieren da drin, eben, dass man eben ein Deck bauen kann. Ich weiß nicht, wofür man vielleicht ein Deck bauen könnte. Vielleicht zum Spielen mit irgendjemandem. Aber egal, denn wir wollen heute das Set einfach öffnen und das Ganze eben ganz in Ruhe. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt einfach die Perspektive. So, hier seht ihr das Ganze einmal vollständig. Ihr seht, ist wirklich sehr cool. Ziemlich alt. Ich freue mich. Ist englische Edition und First, was auch immer sehr nice ist. First ist immer sehr gut. Und ja, ihr seht, hier gibt es 36 Packs drin und eben 5 Karten pro Pack. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze auf. Hoi. Wir haben schon mal das Battle Pack 1 geöffnet, aber das eher im Rush-Durchlauf und da das Set halt wirklich auch selten ist, da hatte ich gedacht, machen wir das Ganze eben langsam auf. Oh, die haben noch dieses Eindrücken. Oh, das ist cool. Also man kann das hier so eindrücken und dann kann man halt eben ganz einfach so machen und dann ist es halt offen. Und jetzt war es das. 250 Euro zerstört. Ja, ich hoffe auch, dass wir dann wirklich jetzt hier sowas wie Topf der Gier oder so ziehen, weil, ja, ist natürlich dann Richtung Gold. Oh, das sieht schon sehr hübsch aus. Wir haben verschiedene, ne? Oh, wir haben verschiedene. Das wusste ich gar nicht. Oh, ist es immer gleiches Muster? Tatsächlich. Immer Ra, Slifer, Obelisk. Das ist aber ironisch, weil hier auf dem Bild ist ja Ra, Obelisk, Slifer. Aber, ja, machen wir. Wir nehmen natürlich wie immer erst eine Seite. So. Oh, so viele Packs, ne? Also, es ist immer wieder schön. Oh. Okay, warte. Wir müssen es tun. Oh, oh, ja. Oh, schön, alte Karten. Ja, das darf nicht fehlen. Und, wir fangen gleich an mit Sündenburg. Sehr nice. Wie gesagt, wir wollen hier draus auch sehr gut. Genau. Und wir haben hier, ja, die Raritätenmusik Rare. Sieht hier sogar ein bisschen anders aus, ne? So Kästchen, ähnlich, gar nicht sternmäßig. Ist ganz nett. Also, ich mag. Oh, Buch. Das Mond ist auch sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir am Ende wirklich ein vollständiges Deck hier drin haben werden. Also an Zaubergarten mangelt es schon mal nicht, weil wir haben hier wirklich gute Zaubergarten. Das ist auch ein sehr guter. Resonator auch immer sehr gut, weil er kann nicht durch Kampf zerstört werden. So, ich sortiere das mal schon gleich direkt nach Karten, die man eventuell für ein Deck packen kann und eben nicht. Und dann kann man die Ausbeute auch besser sehen, weil es sind natürlich die besseren Karten, die auch eben theoretisch spielen sind. Ein Held ist ja auch drin. Interessant. Uga, Frostsaurier, 2-6, ein Tribut. Ich meine, das lässt sich sehen. Und Axt, kann man machen. Also wirklich, ne, 6 Tribut. Als er rauskam so, oh mein Gott, so viel ATK. Es hat nicht trotzdem niemand gespielt. Aber er kam raus und ja, hatte viele ATK. Oh, Charity. Oh ja. Oh ja. Ja, ne, einer der besten Karten überhaupt. Wenn nicht sogar fast besser. Klar, ne, Topf der Gier ist natürlich gut, plus 1. Aber hier ist einfach so der Fall. Ja, draw 2, discard 2. Klar, wenn du Friedhofseffekte hast, triggern die alle. Mega, mega gut. Also richtig gut. Oh, verbotene Lanze. Also ich weiß, dass hier halt viele Karten drin sind, wie eben Topf der Gier, aber auch ja, Magie des Glaubens oder so. Also ich kenne hier einige Karten, aber nicht alle. Dementsprechend Kampfausblende auch super gut. Nas und Sephir. Tollkühne Gier. Ziehen ist auch nie verkehrt. Und Spirit ist auch gar nicht so schlecht. Ja, und falls jemand sich fragt, was ist das überhaupt, ein Pack? Wo kann man das kaufen? Naja, das war mal ein Set, was angedacht war für Turniere. Und zwar, jeder kennt vielleicht noch Sneak Peek-Formate. Also, ihr kauft einfach eben ein paar Booster und baut euch daraus ein Deck. Ne? Das ist halt Sneak Peek. Und das ist immer bei neuen Sets so. Aber natürlich bei neuen Sets so, dass eben das Support rauskommt. Vielleicht, wenn neue Archetype rauskommt, ist da fast alles drin. Aber generell ist es eher so, dass die Karten halt nicht miteinander harmonieren. Oh, das ist auch ganz gut. Hat er auch mal in der Metaplay gesehen. Ja, und dementsprechend hat sich Konami gedacht, wir bringen einfach mal wir bringen einfach mal ein Set raus, womit man eben ein Deck bauen kann. Wo man eben sagt, ey, hier, du kriegst jetzt 5 Booster oder von mir ist auch 20 Booster oder halt irgendeine Anzahl. Ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Und dann dementsprechend die Anzahl von den Boostern musst du dir halt ein Deck bauen. Und ja, und dieses Deck musst du dann spielen. Und dann wurden halt Turniere stattgefunden. Eben genau damit. Das Besondere dabei ist halt eben, dass hier eben die Karten funktionieren. Ich meine, wir sehen hier ja schon,
Es erinnert sehr an Go zum Teil. Man hat hier sehr gute... Oh, Call by the Grave, auch eine gute Karte. Man hat hier sehr gute Karten, wie die Forbiddenskarten. Sehr gut. Man hat natürlich auch noch, wie gesagt, Topf der Gier und so. Man konnte auch eben so auch die alten Karten wieder spielen, was natürlich sehr geil ist. Und einfach sehr, sehr gut ist. Und... Oh no, Shizu auf eine andere Art und Weise. oh, The Gemmer in Mosaik. Oh, und Durchbruchfähigkeit. Nice. Also, wir ziehen bisher sehr gut. Es fehlt halt noch Topf der Gier. Cyberdrag können wir auch ziehen. Cyberdrag wäre natürlich auch sehr stark, auf jeden Fall. Was war das? Monster. Ah, okay. Ist wie magischer Zylinder in schlechter. Und Dimensionsgefängnis in schlechter. Ja, kann man natürlich machen. Oh, auch. Und Windsturm. Der Windsturm, auch eine Karte. Das ist immer, wenn Yu-Gi-Oh! Langsam anfängt, sei es bei Speed Duel, sei es bei Duel Links oder so. Extrem starke Karte, ne? Und da merkt man, ja, okay. The Power Creep is real. Time Machine. Reverse Trap. Früher, als ich keiner von Yu-Gi-Oh! Hatte, mein Bruder Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, dachte ich, wir haben die mit Groll genannt, die Karte. Weil die halt so... macht, ne? Golgroll und wir dachten, jeglichen Kammschaden, den wir erhalten, kriegt stattdessen der Gegner. Also quasi magischer Zylinder für Perma des Zuges. Ja, funktioniert überhaupt nicht so, aber ja, wir waren klein und naiv und wussten nicht, was Effekte genau bedeuten. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Also, es ist schon ewig hier. 2000er Beatstick. Ist auch nicht schlecht. Mirrorwall, auch echt guten Half-Counter. Kann man auch nochmal zur Seite legen. Ja, das Coole ist halt wirklich hier, also per se, also wenn ich das gerade so sehe, Schleim. Okay, der Marek. Da sieht man natürlich, dass nicht alle Karten ultra stark sind, ne? Natürlich. Topf der Gier. Ja. Topf der Gier, let's go! Den wollten wir doch haben. Und Verborgenes Schwerter kann auch nicht schlecht sein. Übrigens, Verborgenes Schwerter, eine Karte, die in Kaschiererformat jetzt gar nicht so verkehrt ist als Zeit der Karte. Also kann man definitiv spielen. Ja, Tour was on the Underworld, nicht Tour Guide. Was ist das denn? Bräuchte ein Mecker? Ach! Achso, die und ja, ja, ja. So, wir haben gleich die Hälfte schon durch. Aber haben auch schon eine Menge geschafft. Ich muss wirklich sagen, ist es so schön. Oh, ist auch immer gut. Das kann. Oh, Infektionslili! Let's go! Das ist natürlich krass, ne? Infektionslili. ATK war damals ja auch noch was sehr krasses. Also, ein großes Monster loszuwerden war gar nicht so leicht. Oh, 3000, apropos viel Lebenspunkte. Oh, 2300, apropos. Und dementsprechend war Infektionslili. Oh, ich habe die Shizu-Karten in holographisch. Ja. Und dementsprechend, was wollte ich sagen? Genau, ist Infektionsfehlili damals natürlich ziemlich krass gewesen, ne? Weil so ATK, da kommen halt drauf. Klar, ein paar Lebenspunkte zahlen ist auch. Oh, Fade! Oh, sehr gut. Fade. Also das Goat-Deck, Randstürmen kann man eventuell. Das Goat-Deck formt langsam seinen Weg. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Theoretisch. Wir haben von den Zauberkarten, glaubt, noch Wiedergeburt offen. Ja. Und Topf der Gegensätzlichkeit ist, glaube ich, auch hier drin. Oh, Space Gate. Da weiß ich noch, damit habe ich eine Sneak gespielt. Also jetzt nicht mit diesem Pack, sondern halt eben... Ja, Mann, wir ziehen einfach alle. Card Kadi, auch eine natürlich gute Karte. Plus 1, also für damals, ne? Ist halt in einem anderen Stun-Deck, beziehungsweise Burn-Deck wurde die Karte gespielt. Sehr interessant. Todeswache, auch natürlich eine gute Karte. Called nochmal. Wind, also Half-Shot, auch interessant. Also wir haben, glaube ich, wir haben alles. Es gibt noch einen guten Fallen. Zoo. Ja, also Fallenmonster sind halt bei so einem Format, ne? Also wie diesem hier, im Sinne von, dass man eben sich ein Deck daraus baut, auch nie verkehrt. Trade, ja. Hilft zwar im Bricken, aber jetzt einen Zug später. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das gut ist. Legen wir mal trotzdem raus hier. So, wir haben halt. Oh, Großschildwache. Auch immer sehr gut, weil viel Verteidigung. Dark Lord Serator. Oh ja, wo er, in dem Set, in dem er rauskam. Traumset. Phantom Darkness, ne? Phantom Darkness. War auch ein anderer Switch. Also, das war wirklich. Oh, Reasoning ist hier drin. Ah, das wusste ich gar nicht. Reasoning ist hier drin. Auch keine schlechten Karten. Scherben der Gier, auch gut. Morph und Entkräftungsschild. Krass. Entkräftungsschild. Ja, ist auch ironisch, ne? Eigentlich macht die ja minus 1. Dann gibt ja ein paar Lebenspunkte, ne? Da merken die Leute dann erst, ja, also Ressourcen. Also, Lebenspunkte sind wirklich nur Ressourcen. Was sind hier für dicke Monster drin? Mit viel ATK, aber ja. Ich weiß, der konnte, glaube ich, noch was, ne? Oder?
Ja, kann er vom Friedhof banishen. Mit Todeswache den. Oh ja, richtig. So ein Stun-Angriffs-Deck bauen. Ey, hier sind Karten drin. Das ist crazy, wie alt. Ich meine, klar, ne, 2013, aber. Full Force Strike und Axt der Verzweiflung! Axt der Verzweiflung, 1000 ATK. Das ist auch so eine Karte, die halt immer wieder kommt. Also Equip Spells allgemein kommen halt immer, wenn man halt ein Format baut, wo man was neu anfängt. Warum? Sind hier die anderen drin? Ich weiß es nicht. Kann man den. Also da müsste ich mal gucken, wie viel Wasser wir alle gezogen haben und was die alle können. Aber ich glaube, das ist ziemlich nutzlos. An erster Stelle. Oh, Exodius. Da muss man mal gucken. Ich weiß gar nicht, was hier noch drin ist. Angel, Flame Tiger und Half or Nothing. Do your opponent's battle phase. Your opponent's shoes. Das ist auch so. Angsteinjagendes Gebrill für Abende. Entweder die Halbierung der ATK oder Ende der battle phase. Also der Gegner wird wahrscheinlich. Hier sind Mecher verdummt drin. Wird wahrscheinlich eben natürlich. Superkarte. Hauch für Stun-Decks. Oh! Okay, das ist super. Und zwei Monster und Axt. Ey, das ist tipptopp. Das sind die Karten, die man braucht. Ihr seht, man kann natürlich auch hier besser und schlechter ziehen. Also wenn man jetzt hier sagt so, ein Kräftungsschild. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt, wir haben jetzt hier 5 Packs. So, diese 5. Dann haben wir noch 2 über. Was haben wir hier eigentlich noch? Wir haben eine Karte zu sehr gelegt. So, also, diese 5 Packs. Und daraus müssen wir jetzt ein Deck bauen. Stellen wir einfach mal vor. Das wäre jetzt so Turnierszenario. Dann haben wir hier Exodius bringt nicht so viel. Das ist sogar echt gut. Und okay, Nightmare ist auch gut. Guck mal, jetzt haben wir 2 Karten für unser Deck, sozusagen, ne? 2 Karten für unser Deck. Ich glaube, man hat mehr als 5 bekommen, weil das sind ja nur 5 Karten. Dann wäre das Deck aus 20. Also ich weiß, dass das Deck, glaube ich, wirklich nur aus 20 Karten bestehen sollte. Auch gut. Viel ATK. Tribut müsste man sich überlegen. Warte. Can attack all. Okay, kann jeden angreifen, das ist eigentlich auch ganz nett. Und Lanze. So, guck mal, jetzt hätten wir schon hier solche. Und die harmonieren halt auf irgendeine Art und Weise zusammen, ne? Also klar, ne? Aufhalten, Protection, viel ATK, kann alles zerstören, falls er irgendwie Sündenbock hat. Und, ja, Lanze hilft halt auch eben, um Protection zu haben. Oder eben natürlich, um die Gegner, also der auch gut. Und, oh, ultra gut. So, weiter geht's. Und dann kommen wir hier zum nächsten. Dimensionsgate, das ist nicht so gut. Oh, noch einer davon. Weiß ich auch nicht. Drillroid kann man auch benutzen. Ich glaube ich nicht. So. Ich glaube, man hat 20 bekommen oder so. Ich weiß halt wirklich nicht, wie viel man von diesem Set bekommen hat. Baumfrosch, auch super gut. Beastial, Greed, ATK und Rico. So, und jetzt hätten wir schon mal ein Deck. Was halt so richtig schönes Beatdown-Deck ist. Wir haben 3, 6, 9, 12, 15, 17 Karten. Ja, dann müssen wir jetzt noch 3 reinpacken. Dann 3, die halt nicht so gut sind von mir aus. Aber lässt sich halt sehen, ne? Weil ist halt so ein typisches Beatdown mit ein paar Tributmonstern und so. Kann man machen. Aber wir legen das jetzt mal raus. Für uns hier Scherbe, Baum, Drill. Ja, der Assassin ist natürlich super gut. Lanz ist auch super gut. Brauche ich drüber reden. Fallmonster. Und ja, es ist schon gut. Also sind wirklich gute Karten. So, wir haben noch 2 Stück. Wir haben noch keine Götterkarte gezogen. Wäre natürlich nice, wenn wir die ziehen würden. Oh, Dandelion ist hier drin. Ja, Dandelion, perfekt. Schimmerdrache, perfekt. Nehmen wir sofort. Spirit, auch nicht nett. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, okay, also für Deckbau waren die Karten jetzt ultra gut gerade. Weil Dandelion, natürlich, ne, 3 Angriffe einfach blockt. Aber Cloning, noch ein Goblin, Super Tyranno, Scherbe und da. Ja, leider keine Götterkarte gezogen. Leider nicht. Aber was wir hier machen können ist, wir können mal eben durchgehen. Hier, guck mal. Das ist, also ich, wenn ich jetzt Deck bauen würde, ich habe jetzt vielleicht ein paar übersehen, weil ich nicht alle gelesen habe, die auch sehr gut spielbar sind, aber generell die Hälfte ist einfach easy spielbar für ein Deck halt. Weil wenn man sich mal so anguckt halt, Draw Power ist immer gut, ATK ist sehr gut, Equip kann auch gut sein, Protection for Attack, Monster zum Tributen unter anderem oder halt eben einfach zum Deffen. Ne? Lanze, wie gesagt, brauche ich nicht drüber reden. Ja, das ist natürlich sehr ein Go. Baumfrosch kommt immer wieder. ATK, Protection, ATK, richtig starke Monster. Ne? Da müssen wir nochmal lesen. Glaube ich, schwer.
Ja, das natürlich, weiß ich nicht, ne? Also, du kannst ihn halt setzen, zerstört er. Also, ja, ist so ein bisschen zum Rantasten, ne? Scherbe halt zum Ziehen, ist eigentlich mal cool. Natürlich ultra strong in so einem Format, weil selbst wenn er mit 1,9er angreift, ist dir halt egal, ne? Dann haben wir halt Called, Reviving ist natürlich gut, Reborn ist natürlich gut, Angriff auch sehr gut, Fade natürlich, Zauberkarten recyceln, wie zum Beispiel Wiedergeburt, super gute Karte. Infektionsfeld Lili, tipptopp, ne, für ATK, top, denke ich, hier brauchen wir nicht drüber reden, super strong Karte. Called by, Erdbeben, Tölkühne und nochmal, ja, Charity ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, was muss ich eigentlich sagen? Generell, ich glaube, ich finde Battle Pack 2 cooler, weil insgesamt, halt hier, ich sag mal, das noch ein bisschen besser harmoniert. Noch ein bisschen besser harmoniert sozusagen. Aber mir fehlt ja Überläufer und so drin. Das wäre natürlich noch sehr cool. Oder schwerer Sturm oder so. Das wäre cool. Ich weiß gar nicht, schwerer Sturm ist, glaube ich, nicht in diesem Set. Dementsprechend, ja. Ist natürlich schade. So, wir legen hier natürlich raus. Infektionsfee Lili. So, und wo ist Charity? Komm, das muss zum Ende, dass wir hier das Bild haben. Ja. Sehr cool. Hier in diesem Dark Gold Rare-Effekt. Ist auch sehr, sehr hübsch. So. Hier sind die drei Karten. Ja, Leute. Ich denke, ich habe genug Kartenstapel, wo man ein Deck draußen bauen kann. Wie gesagt, wer weiß wofür. Vielleicht fällt es euch ein. Könnt ihr ja vielleicht mal einfach in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Herz blutet ein bisschen, dass das ganze 250 Euro gekostet hat. Aber, ich denke mal, hat sich gelohnt und ist immer schön, alte Sachen aufzumachen. Und ich will ja mal ein bisschen was hier zeigen. Dementsprechend ist es nicht schlimm. So, Leute, jetzt wünsche ich aber natürlich, wie immer, viel Spaß bei Duellieren.